Aber Mechagodzilla macht das Ganze nicht mit. Oh. Oh, 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 spring! Spring! Oh mein Gott, nein, der pariert einfach. Er hat einfach das Haus geklaut. Oh mein Gott. Oh, da hat er ihm in den Arsch geschossen. Ui! Ja, 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 ihr mögt Godzilla? Dann seid ihr hier ganz genau richtig, denn das hier ist der größte Godzilla-Channel in ganz Deutschland! Seit dem letzten Mal, als ich das Video angesehen habe, wo wir auf Godzilla reagiert haben, wo wir beziehungsweise alle verschiedenen Sorten von Godzilla angesehen haben und ihr das ganz interessant fandet... Oh, 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 okay. Aber der Laserstrahl war nicht schlecht, muss man schon sagen. Da steckt wahrscheinlich... Oha, was? Was? Oh mein Gott, was? Niemals! Wow! Was? Hä? Der hat den anderen einfach mit angesteckt. Oh, die schießen jetzt alle ihren Laser. Und da ist der Typ wieder mit Mundgeruch. Hier, guck. Mach mal. Der eine hat einfach nur Mundgeruch statt einem Laser. Der da auch. Das ist einfach mehr. Oha! Oha, die schießen einfach alle gleichzeitig den Laser. Crazy! Oh mein Gott, die Godzillas einfach. Habe ich mir gedacht gehabt, dass wir uns nochmal mit Godzilla auseinandersetzen müssen. Und deswegen sind wir heute hier und haben diesen Kanal hier gefunden. Und zwar heißt der S3Y Animations. Jemand, der Animationen macht, eine sehr, sehr schöne Kanalstruktur hat der. Falls ihr euch mal Videos von dem Typen ansehen wollt, abonniert den auf jeden Fall. Der ist wirklich cool. Was aber vielleicht noch ein bisschen cooler ist, ist dem seine Animation, die er gemacht hat. Denn... es gibt nämlich hier eine Animation, die heißt Baby Godzilla Kong vs. Mecha Godzilla Animation 3. Das ist tatsächlich eine Animation, wo er Godzilla genommen hat und diesmal als ein Baby gemacht hat. Und es gibt dann noch einen Mecha-Godzilla, auch als Baby. Und die haben alle eigentlich nur Babystimmen und die kämpfen dann gegeneinander. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und gucken, ob das etwas taugt. Deswegen gucken wir rein und schauen, was es alles bringt. Es ist in einer grünen Stadt und es sieht so aus. Warte mal, ich mach das auch am besten noch mal ein bisschen lauter. Haben wir das schon auf richtig laut? Ich möchte richtig laut. Ich will diesen Godzilla richtig machen hören. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, wir legen los. 3, 2, 1 und go. Oh ja, übrigens, es sind nicht nur Godzillas dabei, sondern es ist auch so ein Affe dabei. Es ist dann einfach King Kong. Aber das ist nicht King Kong, weil der ist zu klein, um King Kong zu sein. Deswegen ist er nur Kong. Wenn er groß ist, ist er King Kong. Okay. Das heißt also, er will ihm einen Lutscher geben. Und das hier, das ist der Mecha-Godzilla, aber anders gezeichnet. Und ich glaube, Mecha-Godzilla ist in der Lage anzugreifen, ne? Und das rechts ist unser OG. Original Gangster Godzilla, der auch meines Wissens nach seine Stacheln blau leuchten lassen kann, um den Laserstrahl zu schießen. Aber wir schauen gleich nochmal rein, ob es tatsächlich so ist. Okay, die scheinen wirklich böse zu sein. Und es ist ein Kampf 2 versus 1. 2 gegen Mecha-Godzilla. Und der Kampf beginnt. Und King Kong, beziehungsweise nur Kong, versucht einen Angriff, schafft es aber nicht so ganz. Und Godzilla scheint ebenfalls ein Problem zu haben mit Mecha-Godzilla. Aber der Kampf scheint in Ordnung zu sein. Oder vielleicht auch nicht. Und er tut es. Okay, er tut es. Er ist nämlich auch so eine Art Godzilla. Wir haben die anderen Godzilla schon gesehen gehabt. Die konnten, manche Godzillas konnten ihre Stacheln nicht leuchten lassen. Aber das ist so ein Typ, der seine Stacheln blau leuchten lassen kann. Ich weiß nicht, warum manche Godzillas das können und manche nicht. Irgendwie fand ich das schon immer komisch. Aber sie können alle einen Laser schießen. Und Mundgeruch haben. Das können sie alle. Mundgeruch-Attacke! Oh nein, es war ein Laser. Oh mein Gott, er hat ihn einfach aufgehalten, ne? Schwebt jetzt nach hinten, weil Mecha-Godzilla hat Turbinen in seinen Füßen und der nimmt sich jetzt ein Stück von dem Haus? Oh nein, Mecha-Godzilla, tu das Godzilla nicht an! Nein! Aber da kommt, oh mein Gott, und da schmeißt von hinten Kong diese Axt da einfach so in den Rücken von Mecha-Godzilla. Das ist ja spannend, da geht's kaum. Okay, er scheint sich einen richtigen Apfel zu freuen. Aber Mecha-Godzilla macht das Ganze nicht mit. Oh. Oh, 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 spring! Spring! Oh mein Gott, nein, der pariert einfach. Er hat einfach das Haus geklaut. Oh mein Gott.
Oh, da hat er ihm in den Arsch geschossen. Ui! Damit hat Mechagodzilla auf gar keinen Fall gerechnet. Schaut euch den an. Der hat einen richtigen, oh, was ist denn da gerade passiert, Blick bekommen. Und er hat eine Axt im Rücken. Oh, das sieht ganz böse aus. Wir schauen weiter rein. Was haben wir da? Oh, Godzilla, Baby Godzilla ist ganz böse. Aber Mech-Godzilla schmeißt die Axt zurück ins Gesicht von Godzilla. Ganz böse Geschichte. Oh, der doppelte Schusspunkt. Er hat beide seine Maschinenpistolen, die er in der Hand eingebaut hat, geöffnet. Und er hat aber seinen blauen Laserstrahl schon vorbereitet. Jetzt frage ich mich natürlich, wer da stärker ist. Oh, da war Mech-Godzilla vielleicht ein bisschen schneller. Er macht wieder denselben Angriff wie vorhin. Messer, das sieht ganz böse aus für Godzilla. Sag mal, wie lange hat eigentlich Kong, der in echt eigentlich King Kong sein sollte, aber es ist nur Kong, wie lange hat er dieses Gebäude da gerade getragen? Der hätte schon längst schmeißen können. Oh nein. Aber jetzt schmeißt er es. Er schmeißt es jetzt, springt runter auf Mechagodzilla. Da kommt das Gebäude. Jetzt hat er es wieder gefangen. Oh, und Kong ist einfach oben drauf und er springt. Oh mein Gott, es ist ihm alles egal. Und da ist wieder Godzilla und er läuft dann mit dem Stab auf Mechagodzilla zu. Oh, das sieht jetzt nach einer bösen Situation aus. Guckt euch den an, der denkt sich so, das hast du verdient. Und der denkt sich so, nein, bitte nicht. Und der denkt sich so, ja, jetzt ist meine große Zeit gekommen. Und ich glaube, das war es jetzt sogar für Mechagodzilla. Außer er kann sich aus der Situation jetzt noch befreien. Oh nein, was ist da jetzt passiert? Oh nein, er hat einen Laser zurückgeschossen. Und jetzt gibt es den Laserkampf. Rot gegen Blau, aber Kong ist nochmal draufgesprungen und hat jetzt den Mechagodzilla besiegt. Jetzt gehen sie beide da drauf. Hey, die scheinen ja beste Freunde zu sein. Wenn es da nicht das Problem mit Mechagodzilla geben würde. Weil Mechagodzilla, der kann einfach alles explodieren lassen. Ich glaube sogar, dass Mechagodzilla in dieser Konstellation sogar einer der stärksten ist. Schaut euch das an. Er kann einfach die halbe Stadt explodieren lassen. Also da muss ich schon ganz ehrlich sagen, tut mir wirklich leid. Aber ich glaube, Kong ist da in der Konstellation wirklich am schlechtesten. Oh nein. Oh nein, oh nein. Da ist er wieder. Und er ist richtig sauer. Der ist richtig sauer. Und er schwebt jetzt ganz nach oben. Der hat gar keinen Bock mehr. Oh nein. Der bereitet jetzt bestimmt einen Turbolaser oder sowas vor. Es war so klar. Es war so klar. Er bereitet eine Solarapokalypse vor. Da wird jetzt gleich alles so... Alles explodieren. Oh nein. Was? Die Häuser? Die Häuser werden elektromagnetisch angezogen. Sie scheinen schwerelos zu sein, weil er nämlich ein Gravitationsfeld dort oben entstehen lässt, was die ganzen Häuser nach oben zieht. Oh, 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 oh. Wie möchte dort nur Kong und der gute alte Godzilla-Original nur aus dieser Geschichte rauskommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da kommt der Angriff jetzt durch. Ich glaube, das war's jetzt. Oh mein Gott, aber Kong, er rennt einfach. Es ist ihm egal. Und er schlägt da einfach drauf. Da kommt der doppelte Laserstrahl, wo er die Axt nochmal befeuert. Und jetzt schlägt er zu. Oh mein Gott. Wow. Okay, und da kommt nochmal ein Laserstrahl hinterher. Godzilla super gut im Zielen. Und Mechagodzilla hat jetzt nochmal eine richtig auf den Deckel bekommen. Und ich glaube, das war's tatsächlich. Mechagodzilla liegt da. Er hat übrigens rechts unter sich einen kleinen Panther, aber den kann man natürlich in Ruhe lassen. Das ist jetzt so. Und auf der anderen Seite kommt Kong und da ist Godzilla, Baby Godzilla. Und sie scheinen sich zu freuen und sie schreien einfach wie Babys. Die haben nicht mal... Oh mein Gott, wer ist das? Guck mal, wie ich da pausiert habe. Was ist denn hier los? Was ist das für ein roter Drache? Den kennen wir noch gar nicht. Oh mein Gott. Er hat einfach Mechagodzilla einfach so im letzten Moment noch geklaut. Das kann ich kaum glauben. Meine werten Damen und Herren, das war mal gerade ein wahrer Kampf. Ich bin wirklich begeistert. Und ich muss sagen, dass ich S3Y Animations für meinen Godzilla-Content sehr gut empfehlen kann. Meine werten Damen und Herren, ich hoffe, diese Reaction hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Und wir werden vielleicht noch mehr Godzilla-Content bringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Und ciao.